innere Zerrissenheit? Oder wie scheinheilig ist der gebildete Gutmensch? Geschrieben von Wilfried Liebe am 29. November 2018. Innere Zerrissenheit? Wie scheinheilig ist der gebildete Gutmensch? Ich erinnere mich ungewöhnlich gut, wie erschrocken ich war über mich selbst und über einen harmlosen Post an mich im sozialen Netzwerk. Ach du alter Gutmensch, stand da als Anrede, so völlig unerwartet. Als Absender jemand, der eigentlich nie schlecht über mich geredet hatte. Obwohl es dafür sehr wohl immer wieder Anlässe gegeben hat. Meine häufige Überheblichkeit, meine Selbstüberschätzung. Dabei lag es doch auf der Hand. Ich war mehr als nur eine gescheiterte Existenz. Was die Klischees der geistigen Kleingärtner bestens bediente. Ein Angeber, ein Taugenichts. Ich, mit 14, eine Lehre, niemals. Stattdessen über das Paradies auf Erden nachdenken, mit Sponti-Sprüchen, Sit-ins, Happenings und aufrüttelnden Protestsongs der Liedermacher in der Stadt. Die schillernden Hippie-Szene-Freaks bei Love, Peace and Happiness rauchend im Schlossgarten. Da, wo sich im finsteren Mittelalter die Hochwohlgeborenen dekadent die Langeweile vertrieben hatten. Mit Fächer, Perücke, Pomade um die Inzuchtfresse. Zu Hause hatte ein Auslaufmodell überlebt. In Miniaturausgabe. Der Familienkönig. Der Übervater, der ohne es zu merken, ohne je darüber nachzudenken, den eigenen Sohn krank machte. So wie vorher der Nationalsozialismus, der Faschismus ihn krank gemacht hatte und noch viel früher der Adel sein ganzes Volk. Zutiefst gekränkt, gedemütigt, aus dem Haus geprügelt, hatte ich versucht, irgendwie zu überleben. Nichts wie runter auf die Straße und dann lauf ich jungen Hunden hinterher. Aus meinen Minderwertigkeitskomplexen erwuchs umgehend Größenwahn. Wer bin ich? Was kann ich noch werden? Möglichst ohne Arbeit, ohne Fleiß. Talent kann man vorgaukeln. So machen es alle. Dabei verspielte ich durch plumpe Inszenierung des Genies, was ich mühsam an Respekt erwirtschaftete, regelmäßig mit nur einem einzigen Satz. Verprellte Menschen, die mir wohlgesonnen waren, stieß sie derart vor den Kopf, dass sie für alle Zeit geheilt von mir abließen. Von diesem aufgeblasenen Dandy. Der sollte plötzlich ein Gutmensch sein? Zumindest in den Augen dieses ehemaligen oder noch Punks, der gar nicht ahnte, wie sehr ich ehrlichen, rauen, brachialen, wenn auch oft musikalisch unausgereiften Klängen weit näher stand als einem perfekten Popsong oder gar den am Steuertropf künstlich ernährten Obern der Hot Volley.
Ich? Ein Gutmensch? Wie musste gerade dieser Urwüchsige, keineswegs dumme Rebell, mich doch so ganz besonders hassen? Einen windigen Disco-Fuzzi, der mit seiner eigenen Utopie im Kopf auf den nationalsprachlichen Verdummungsschlagern in festgelegter Häufigkeit an eine mit planbarer Sicherheit sehr erfolgreich werdende Radiostation verscherbelte. Inklusive seiner eigenen Helden, Sonny Hennig, Konstantin Wecker, Barbara Thalheim, Pink Floyd, Vanilla Fudge, Uriah Heep, Leonard Cohen. Alle bereitwilligst geopfert am Altar eines Medienzars. Eines Zaren. Der massenkompatible Charakterdarsteller und heimliche Anti-DJ, der im stillen Kämmerlein düstere Musik auf Mixtapes zu dramaturgisch aufschwellenden Klangorgien auftürmte, im Autokassettenspieler gerne auch ohrenbetäubend elektrisierend übersteuert. Tanzmusik. Monotones Bum, 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 Bum in Endlosschleifen. Leute, nur gegen Bezahlung. Bestechungsgelder für den Untergrund. Zeitgemäßes Musikdesign für junge Erwachsene, für den Yuppie. Privates neues Feindbild Nummer 1. Erkennungszeichen? Weißes Hemd, steifer Anzug, Schuhe auf Hochglanz poliert, Fassonschnitt geföhnt, aber mit Haut und Haar Greenhorn, verlacht von Old Shatterhand. Noch nicht trocken hinter den Ohren und schon im Goldrausch. Sich Karriere bedacht? Zögerlich, vermehrend, über das Land der Roten herfallend. Gefräßig wie Heuschrecken, global organisierte Landplage. Kinder von Bestverdienern, Unternehmern, Managern, Juristen, Ärzten, kommende Aktienspekulanten. Was als logische Folge mehr und mehr gesellschaftsfähig wurde, hm. Doktoren, Psychologen, Therapeuten, teuer bezahlt, deren Sichtweisen mehr das eigene unbewältigte Persönlichkeitsbild widerspiegelten, als die ohnehin umstrittenen Lehrmeinungen von Freud oder auch Freund und Feind. Im Tagebuch meiner Kumpels von 1968 dagegen nur marxistische Phrasen, hunderte von Mao-Weisheiten, mühsame, halbwissenschaftliche Versuche, die monogame Familie als kleinste Urzelle des Faschismus zu geißeln und durch alternative, polygame Lebensformen zu ersetzen. Kein Vater, Diktator. Mutter ungebildet, daher gefühlsdusselige Sklavin, Kinderobjektiv, Objekte der nachzuholenden eigenen Selbstverwirklichung. Jedem Irrtum, jeder Willkür hoffnungslos, wehrlos ausgeliefert. Stattdessen bei mir Liebe, freie Liebe. Dazu als Soundtrack
die mutmachenden Mitgröhlhymnen von Tonsteine Scherben, macht kaputt, was euch kaputt macht. Und natürlich, ich will nicht werden, was mein Vater ist. Dabei war der anfänglich übergroße und eigentlich unangebrachte Respekt vor dem Übervater der Grund, tatsächlich nur mir selbst die Schuld zu geben, für meine zwei linken Hände, für die Unfähigkeit, die Straße vor dem Elternhaus so zu kehren, dass keine 5 Kontrollen mehr angesetzt werden mussten. Und mich eben nicht ein gefälliges Bastio, sondern die hereinbrechende Dunkelheit vor dem schaurigen Ritual erlöste, das mich unabwendbar am folgenden Samstag erneut und eine Stufe quälender schon jetzt gedanklich erwartete. Meine Kinder würden anders aufwachsen. Glücklich. Auf jeden Fall. Wie das gehen sollte, musste ich mir erst anlesen. Sozialer Zweig, rumstudieren, da eine Vorlesung in Psychologie, selbstverständlich nur zum Eigenbedarf, dort eine in Pädagogik, die mit innerlich abgelehnten Tenor, Erziehung, indem man die Kinder sich selbst überlässt und darauf hofft, dass nicht die Neidischen, den Erfindungsreichen, jedes Lego-Haus zerstören, jede Sandburg niedertreten, nicht die Steine von Mensch ärgere dich nicht durch das Kinderzimmer bombardieren, wenn sie am Verlieren waren. Wenigstens, immerhin, körperliche, von den Eltern sichtbare Verletzungen vermeiden. Zu Aufpassern degradierte Akademiker, Akademikerinnen, Aufsicht bei Kaffee und Plauderstündchen mit der Kollegin. Sehr gemütlich eben. Die Sozialwissenschaft mit Themen wie das Kind ist natürlich unschuldig. Wann eigentlich verliert der Mensch diese Unschuld im späteren Leben? Ja, der eigene Wille, klar doch. Viele scheinen ihn möglicherweise zu haben. Was ist mit den Verlierern? Denen, die nichts so problemlos gebacken kriegen. Von wegen Willenskraft. Führt die nicht direkt zu Rücksichtslosigkeit, Herrschsucht, Sturheit, Verblendung? Eigene Willenskraft. Hervorstechendste, meist einzige Kernkompetenz des Diktators, des erfolgreichen Politikers, der Wirtschaftsbosse. Siehe auch Juppie oder Jappie bis heute. Hat es mich nicht interessiert, wie man dieses Wort überhaupt korrekt ausspricht. Andere sehr grundsätzliche Frage beim Einstieg in die Sozialwissenschaft. Was hält unsere Gesellschaft für die wesentlichen Aspekte der Strafe? Abschreckung?
Erhöht das nicht die Gefahr zusätzlicher Kriminalität? Eigentlich gar nicht geplanter Begleitschäden? Beim verzweifelten, eher hilflosen Versuch der Polizei und dem elektrischen Stuhl zu entgehen, wurde noch einer auf die Übeltäter wartet? Rache, Sühne, büßend. Und auf der anderen Seite die Guten, die sich aufgeilen am Land, am Leid der Übeltäter, um mit dem eigenen unverdienten Leid klarzukommen? Büßen für etwas, was die Eltern, die Lehrer, die Medien verbockt haben? Jede neue Generation wieder und immer wieder ohne irgendein Dazulernen? Wie bitteschön unterbrechen diesen mitleidlosen Automatismus? Law and Order! Jeder spielt den Hilfs-Sheriff, wo und wie er nur kann. Das Recht in die eigene Hand nehmen. Der Staat rafft das ja nicht. Wird eine zu erwartende, zu erhoffende, zu erbittende Aufklärungskultur eventuell den Erkenntnissen der aktuellen Hirnforschung folgend das in ferner Zukunft einmal stoppen? Noch vor dem drohenden Weltuntergang? Her mit der künstlichen Intelligenz, wenn die menschliche schon banale Kleinigkeiten nicht auf die Reihe kriegt. Noch was. Wie selbstgerecht muss man sein, wenn man nichts Schlaueres anzubieten hat als ich war ein Leben lang anständig.